Mein Mann starb 2003 und dann habe ich einiges abgewickelt, was abzuwickeln war. Und 2004 habe ich mich immatrikuliert. Ist wieder weggelaufen. Und bin noch mal nach über 60 Jahren angefangen. Und das hat mir enorm Auftrieb gegeben und hat eigentlich sehr gut getan. Ich habe mein Studium abbrechen müssen durch den Kriegseinsatz und nachher nicht wieder aufnehmen können. Die Kinder haben Abschluss gehabt und die Mama nichts. Die hat nichts gelernt. Ne? Das war Regelstudienzeit. Im 9. Semester habe ich dann das gemacht. Also da hat mir viel daran gelegen, dass ich diesen Abschluss kriegte. Und was jetzt kommt, das lasse ich auf mich zukommen. Das will ich mal sehen. Das gehört zu dem Thema, was ich bearbeite jetzt. Das Kindentod in der Philosophie. Ich habe das jetzt erstmal nur auseinanderdividiert, dass ich die einzelnen Themen habe. Literatur dazu oder Zeitungsartikel oder je nachdem, was dazu passt. Und mal sehen, wo ich drauf eingehe, wo ich weniger drauf eingehe, wo ich näher drauf eingehen kann. Das ist der letzte Feind, der Tod. Und das nehme ich ernst. So. Also. Jetzt Toni. Ja, ich habe Vorfahrt. Ich habe nur eine Vorlesung, Vorsemester hatte ich zwei und sehe dann zu, dass ich die an einem Tag habe, aber es reicht mir dann. Das ist ja immerhin eine Stunde Fahrt, die ich unterwegs bin. Ich versuche, den Kontakt zu halten, dass ich wenigstens einmal in der Woche mit jungen Leuten zusammenkomme, dass man nicht ganz den Kontakt auch zur Uni verliert. Thematisch kann ich mir das auch anlesen, was da zum Teil läuft und was sonst ist. Aber etwas macht ja doch die Diskussion auf Freude und den Umgang mit anderen Menschen. Guten Morgen. Wenn man sieht, was wir in den letzten Wochen gemacht haben, was wir für neue Erkenntnisse gewonnen haben. Kant meint eben nicht, dass dieser Imperativ etwas dem Subjekt Externes ist. Ja, es geht gerade darum, die Moral aus dem Vernunftsubjekt zu begründen. Es ist ja ein großer Unterschied, ob man auf Zukunft hin studiert oder man weiß, dass es das letzte Stück im Weg ist, den man geht. Und es ist nur interessant und es macht Spaß und es reizt mich noch. Ich hoffe, dass ich bis zuletzt noch geistig so weiter in der Lage bin, dass das noch klappt. Das darf ich gar nicht laut sagen. Tod in der Philosophie, wenn ich dabei bin. Ne? Ja, das stimmt. Die sind alle so lieb und nett. Das ist wirklich reizend in mancher Beziehung. Ja. Man kennt das schöne Wort Gruftis. Und wenn man dann aber nicht so behandelt wird, das ist dann schon eine ganze Menge. Und dadurch genieße ich das auch etwas. Thank you.
Momentan offen. Ich suche meine Album. Alles noch. Bildbände und so weiter. Da ist was von mir. Also, das bin ich mit dem Propeller im Haar, also mit der Haarschleife auf dem Kopf. Meine Mutter war da immer sehr stolz drauf, dass sie dich so gut binden konnte. Das ist meine Mutter und das bin ich. Und das hat mein Papa meine Mama auf dem Arm. Der war auch schwer verliebt. Er sagt nur immer meine beiden Mädchen, nicht? Und die Sache war dann für ihn geritzt. Das war seine Frau und seine Tochter. Ich dachte, die Ehen wären alle so wie meine Eltern. Ich dachte, das müsste so sein. So, das ist Schullandheim auf dem Westerwald. Und die ganze Belegschaft von dem einen Zimmer zusammen. Und das ist ein Mädel, das mit mir zusammen am gleichen Tag Geburtstag hatte. Und kurz nach dem Abitur bei einem Fliegerangriff ist die dann tot geblieben in ihrem Haus. Zusammengestürzt und nicht mehr da. Hallo, oh, Rose, ach meine Rose. Danke schön, Rose. Komm rein. Wenn ich in den Dortmund damit gehe, dann hauen die mir was über den Kopf. Ist das so? Ich kann meine beiden Pelzmäntel nicht anziehen. Ich mache es jetzt auch nur noch ab und zu. Ja, aber in Siegen kannst du es machen. Zur Kirche getraut ich nicht. Da sieht es ja keiner, Rose. Ja. Komm rein, nicht? Schön. Mein Bruder gehört zu ihr. Wir waren immer so zu dritt eigentlich, ja. Also auseinander, ja, ja. Alleine nein, nicht. Nein. Dazu war der Altersunterschied schon so groß. Also mein Bruder steht da, der ist gefallen. Wir waren in derselben Schule, nur ich war in der ersten Klasse und die beiden waren in der vierten. Ja. Die und ich war ja gern bei euch oben, weil Rose da war und Rose spielte auch mit mir. Der Vater guckte auch mal nach uns, der hat uns doch was diktiert, sie kriegt es auf Deutsch und musste es ins Französisch übersetzen. Und ich konnte ja noch nichts, nicht? Ich war dann ganz froh, dass ich im Deutschen nur 4 Fehler gemacht hatte. Da sagt er, guck mal, die Rose macht das in Französisch nicht mal Fehler. Und du hast jetzt 4 deutsche Fehler gemacht. Das werde ich nie vergessen. Ja, ja. Setz dich irgendwo hin. Rose. Ach ja. Du hast mir nie gesagt, ich habe keine Zeit. Du hast nur manchmal gesagt, ich muss Schularbeiten lernen. Ach. Mhm. Selbst gebacken. Wenn ich Kuchen sehe, ist es gleich. Guck mal hier, selbst gebackener Kuchen. Kriegst du jetzt was zu essen? Sonst wärst du mir zu dünn. Meine Eltern sind alle beide 88 Jahre alt geworden. Da wusste ich auch, es geht zu Ende. Ne? Und heute denke ich, bin 91 und denke gar nicht dran. Nee, ich möchte auf dieser Welt noch ein bisschen bleiben. Ja, wirklich, also ich will auch noch nicht weg. Ich habe Spaß dran an allem, was ist. So, ich ziehe jetzt auch einen Pelzmantel an. Fertig. Aus Solidarität wird sich der Menschen aus Rot und Weiß. Herzallee. Wir sind noch nicht so weit. Von da bis an den Rand von der B1. Bis kurz davor beginnt der Bunker. Das waren 20 Zentner Bomben.
die also Löcher machten, so von 5 bis 6 Meter tiefen Kratern. Und wir saßen 15 Meter unter der Erde. Und das fühlte sich dann an wie eine Schiffsschaukel, wie die Treffer kamen. Und wir haben natürlich mit jedem Treffer mit dem Tod gerechnet. Da denkst du nur, hoffentlich kommen sie hier wieder raus. Da denkst du nur ans Überleben und registrierst, ich was passiert. Ich habe ja alle anderen Angriffe mitgemacht. Das macht stärker. Ja. Und man sieht manches ein bisschen gelassener an, ja, was sonst auf einen zukommt. Man rächt nicht sich über alles auf, sondern nur über das Wichtigste. Ja. Ich bin dann jetzt auf dem Hintern. Bei mir macht keiner mehr Angst. Ich war 17, wie ich Abitur hatte. Und war dann im Arbeitsdienst vorzeitig Dienende. Das musste man nachweisen können, sonst kam man nicht zum Studium. Ne? Und dadurch hat man die Zeit, wo man wirklich was studieren konnte, auch genutzt und hat wirklich was getan auch dafür. Wir wurden ja dann auch nachher ausgesiebt. Also wie ich das dritte Semester durch hatte, durfte ich ja nicht mehr studieren, weil ich noch nicht Examensemester war. Und die Examensemester, die wurden dann vorgezogen und schnell fertig, dass die in den Beruf rein konnten. Und wir anderen mussten in den Kriegsdienst, egal was wir machten. Hauptsache, wir waren nicht mehr am Studieren. Nach dem Krieg, da hätte ich theoretisch wieder reingekommen, aber mein Mann war ja schon über 30, wie er aus dem Krieg kam. Wir waren ja 11,5 Jahre auseinander. Da unsere Hochzeitsanzeige, 1. November 1946. Die Frauen durften nicht arbeiten, die durften keinen Beruf übernehmen. Die Pastorenfrauen, die hatten für ihren Mann da zu sein und für die Gemeinde da zu sein. Die waren also praktisch mit dem Ruf auch mit verheiratet gewissermaßen. Und da konnte ich nicht sagen, nee, Bätsch, ich will jetzt studieren. Das ist das Pfarrhaus in Neunkirchen. Also da sind unsere in der mittleren Zimmer unten mit die zwei Fenster. Da sind unsere beiden ältesten Kinder geboren in dem Zimmer. Da ist eins der seltenen Bilder, mein Mann mit seinen beiden Kindern. Das war so selten zu sehen. Also bei uns waren ja die Sonntage immer futsch. Die anderen haben Sonntage gehabt und die hatten wir nicht. Das war ich mal, so schön war ich mal. Gucken Sie da mal richtig hin, die war schön, die Frau. Ach ja. Jetzt mache ich aber was mich geärgert. So mehr mache ich jetzt nicht. Rechts vor links, aber da muss man auch trotzdem aufpassen. Mein Vater ist 82 geworden, meine Mutter 89,5.
Und er hat den ganzen Weltkrieg mitgemacht, den ersten. Und war froh, dass er keinen Jungen hatte, weil ein Mädchen musste nicht in den Krieg. Alles, was machbar war, hat er für mich gemacht. Hat auch noch eine Nebenarbeit angenommen, damit mein Studium finanziert werden konnte. Alles, was da so an Interessen da war, das ging von ihm aus mit. Ich habe eben sehr früh geschwommen und der Schwamm, der machte damals seinen Rettungsschwimmer, wie ich klein war. Und sobald ich dann durfte, habe ich ihn auch gemacht. Ne? Angeber. Ja, nun, wenn schon, denn schon. Ne? Das gehört bei mir dazu, das DLRG. Ich bin ja nun Rettungsschwimmerin und wenn irgendwas ist, ich fühle mich heute noch verpflichtet reinzuspringen. Also weil man einfach dann rettet. Ne? Also jedenfalls wüsste ich kein Hindernis, die Schuhe wegzuwerfen und da reinzuspringen. Lernt man nicht. Aber mir ist jetzt angenehmer Rückenkraul als das andere. Es ist nicht mehr so anstrengend und man kann sich jederzeit ausruhen. Haltung noch einmal. Aber ich wäre lieber noch mehr nach vorne gegangen, dass ich mit den Zehen besser abspringen konnte. Das habe ich nicht mehr getraut. Also ich würde manches nicht mehr riskieren, was ich früher ohne weiteres gemacht hätte. Vielleicht auch in Unwissenheit, aber man wird vorsichtiger. Das Geschriebene ist noch nicht viel. Das sind ein paar Seiten nur. Das bringt noch nichts. Das ist ein ganz harmloser Anfang. Mit Professoren diskutieren, das möchte ich auch erst, wenn ich da ein etwas besseres Gerüst habe. Thank you.
Grüß Sie. Ich habe hier jetzt ausgedruckt die ganzen Texte, die wir besprechen fürs Seminar. Ja. Das ist nochmal das Programm und da müssen wir Ihnen die nicht einzeln zuschicken, die sind alle zusammen. Das ist schon fürs Ganze. Also genau. Ich habe mir so ein bisschen ausgezogen vom Justin. Es ist schon sehr früh, dass es auseinanderdriftet. Das Buch ist von 1936, also es ist schon ein bisschen länger her. Was heißt auseinanderdriftet? Dass sich da die Konfessionen schon in dem Stadium teilen. Aus dem Rückblick kann man den einen Text immer ausstellen. Ich möchte an sich bewusst sterben. Die meisten wollen vielleicht lieber im Schlaf sterben und dass es dann eben vorbei ist. Ich möchte eigentlich bewusst sterben. Es wird aber so sein, dass keins meiner Kinder so schnell auf Anhieb da sein kann. Also da muss ich mir klar darüber sein, wenn man allein im Haus wohnt und seit Jahrzehnten, also seit über einem Jahrzehnt alleine steht, ist das halt so, dann ist das eben anders. Auch nicht zu meiner Tochter gehen, die mir das ein paar Mal angeboten hat. Aber das ist so eine Belastung, das würde ich keinem meiner Kinder zumuten. Also ich habe den ersten Weihnachten, wie ich alleine war, wie mein Mann gestorben war, bin ich ja nach Frankreich, nach Paris gefahren, um meinen Kindern nicht auf den Wecker zu fahren. War natürlich übertrieben. Wie wir dann nach dem Krieg das erste Mal nach Frankreich fuhren, da habe ich kein Wort getraut zu sprechen, aus Angst, einen falschen Konjunktiv zu gebrauchen oder irgend sowas. Und ansonsten war das eine Geheimsprache von meinem Mann und mir, also die Kinder verstanden es nicht. Normal, ça vaut 20 Euro, mais je vous le donne pour 10 Euro, parce que je vous aime. Okay? Okay, bye bye. Oh, ja, wunderschön. Ja. Oh, hör mal jetzt. Ja, schön. Guck mal. Oh, der kommt aus dem Kopf. Danke, aber. Mein Mann war mein großer Schwarm, eine große Liebe. Und insofern habe ich das verkehrt gemacht. Ich habe ihn zu sehr angehimmelt und habe da die Weichen nicht ganz richtig gestellt, so kann man sagen. Oder willst du es auch so sehen? Wie ich das mitbekommen habe, so in der frühen Kindheit, also war das für meine Mutter halt eine ganz große Zurücknahme ihres Denkens und auch ihres Verhaltens, der Drang danach schon was anderes zu tun, als nur Hausfrau und Pastorenfrau zu sein? Ich hatte vor allen Dingen das Gegenteil vor Augen. Mein Papa, der hat die Mama auf den Thron gehoben, nicht auf den Sockel gestellt, mein Vater. Und dadurch bin ich auch vielleicht mit zu optimistischen Erwartung in die ganze Sache reingegangen. Wahrscheinlich das letzte Mal, dass ich hier bin, aber also ich genieße es in vollen Zügen.
quatrième de la page, c'est là et là. Là et à côté. C'est ça. Très bien, madame. Ah, bah, tous voilà. Les deux. Oui, tous les deux. Bonne journée, merci, au revoir. Merci à vous. Das ist das Grab von meinem Mann und auch von mir später. Mein Name steht schon drauf. Und wir waren ja 57 Jahre verheiratet. Und also ehrlich gesagt, das war für mich eine ganz große Erleichterung, ich alleine war. Schon alleine mit der Pflege und mit dem allen. Also ich hätte es nicht mehr lange durchgehalten, einfach körperlich nicht mehr. Ehrlich gesagt, das ist ja das erste Mal, dass ich nicht fremdbestimmt, also fremd in Anführungsstrichen, aber von anderen bestimmt lebe. Und das habe ich ja gar nicht mehr, überhaupt nicht gekannt und überhaupt nicht kennengelernt. Als Kind ist man Kind und ist abhängig. Und auf der anderen Seite nachher, dieses Reglementieren im Dritten Reich, da war man eingebunden in Kriegseinsätze. Und dann kam die Ehe und mit dem Ganzen drum und dran und man hatte seine Verpflichtung im Beruf des Mannes, mehr oder weniger. Und ja, es war nicht immer ganz einfach. Und so habe ich das irgendwie, wie ich ein bisschen zur Ruhe kam, habe ich die Ruhe genossen. Und habe das einfach auch zur Kenntnis genommen, jetzt bist du mal dein eigener Herr, kannst mal machen, was du willst. Diese unbeschwerte Zeit, die ich jetzt habe, die genieße ich auch wirklich mit vollen Zügen, kann man auf gut Deutsch sagen. Das hört sich ein bisschen frivol an, aber es ist einfach so. Also für mich persönlich ist es die schönste Zeit. Achenbach. Ja, dein Blume ist gekommen und Dankeschön, die ist sehr, sehr schön und dein Gruß auch. Bis bald. So. So, meine Enkelin in Australien. Hallo. Ich danke eigentlich jeden Tag für meine Kinder. Ich bin schon froh, wenn es den Kindern gut geht. Und wie die eine Enkelin, die hat jetzt eine Festanstellung bekommen, da freue ich mich. Und die Australier wollen nächstes Jahr kommen. Wenn ich dann noch da bin, freue ich mich auch. Und mal sehen, wie es weitergeht. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Oma. Happy Birthday to you. Also, was werde ich da ohne